ihr Lieben, heute geht es weiter mit dem Tauschjournal mit der lieben Uschi Stoffels bei dieser Challenge Hashtag Two Art Journals 2. So, das ist das Journal, was die Uschi hergestellt hat. Ne, das haben wir jetzt schon ein paar Mal hin und her geschickt. Und da möchte ich als erstes aufs Cover diese Blume kleben. Die habe ich irgendwie mal mit zu Metallic-Markern oder sowas auf schwarzer Pappe aufgemalt. Und das klebe ich hier jetzt so fest, dass dieser Stängel hier quasi in der Linie fortgeführt wird. Einfach weil ich das hübscher finde. So. Klebe ich einfach mit Tacky Glue auf. Und diesen Stängel, den kann ich am besten auch noch verlängern. Dann habe ich noch drei andere von diesen Blumen. Die klebe ich jetzt auf die Rückseite. Und zwar hatte ich mir überlegt, diesen, hier ist ja dieser Riss, da ist irgendwie, weiß ich nicht, der Jellyprint oder so abgezogen. Und dann dachte ich, dann klebe ich das hier irgendwie so rauf. Und ja, eine hier und eine hier und dann verlängere ich die Stängel auch noch nach unten. Dann geht es hier innen weiter. Das ist ja alles sehr schön. Dann hat die Uschi hier so ein Herz rangeklemmt. Kann man auch abmachen. Und da sind hier innen so schüttelkartenmäßig so Mini-Herzchen drin. Da habe ich mir einfach aus meiner Kindheit noch so ein Lackbild quasi rausgesucht. Und das wollte ich hier einfach mit aufkleben. Okay. So, diese Seite, die ist mir ehrlich gesagt viel zu bunt. Ich weiß, ich habe damit angefangen, hier mit diesen bunten Herzen und jetzt kommen da noch die bunten Blumen drauf. Also ich finde, das ist so bonbonbunt, wisst ihr, was ich meine? Die Seite möchte ich völlig komplett umgestalten, also alleine farbtechnisch. Da möchte ich dann dieses schöne Bild, das ist aus einer Zeitschrift irgendwie, hier unten aufkleben und möchte vorher mit dieser Aquarellfarbe den Hintergrund ein bisschen einfärben und möchte dann diese erhabene Struktur hier mit der Strukturpaste dann so ein bisschen mehr zur Geltung kommen lassen. Also ich hoffe, ihr bekommt jetzt keinen Schreck, das wird schon komplett anders, die Seite. Ich lege hier jetzt was zwischen, damit die Vorder- und Rückseiten, also die anderen Seiten, nicht irgendwie beeinträchtigt werden. Also das ist ja hier so ein bisschen wie eine Lasur, ne? Man sieht ja darunter, sieht man die Farben noch. Das ist quasi so fast ein bisschen, als wenn ich hier dunkles Gesso drauf mache, ne? Also hier das Gelb sieht man noch und das Rosa von den Rosen. Ich mache es jetzt einfach komplett rüber. Hatte ich eigentlich gar nicht vorgehabt, aber... So. Also wie gesagt, nicht erschrecken. Da passiert gleich noch was Schönes mit. So. Jetzt sieht man hier drunter
Die Farben noch durch, ne? Man sieht das Gelb, man sieht das Rosa und so weiter. Jetzt wollte ich das aber gleich mit Gilding Wax noch so ein bisschen highlighten, ne? So diese Erhebungen, die Rosen. Vorher klebe ich das hier aber noch auf. Die kann ich wieder rausnehmen. So, dann habe ich hier einmal Gold und einmal Grün. Nehmen wir erstmal das Gold. So ein bisschen auf den Finger. Dann gehe ich hier so zart rüber. Ich fange meine Ecke an. So, und dann legt sich das quasi wie so ein Film auf die Erhebungen hier oben. Hier am Rand kann man auch noch ein bisschen machen. So, also man sieht, der Untergrund ist noch zu sehen, auch mit den Farben. Und darüber hat man jetzt dieses schöne Dunkel mit den Goldakzenten. Nächste Seite. Das ist dem Geflüster der Hoffnung lauschen. Da sind hier so kleine Schirmchen festgeklebt von Pusteblumen. Die gehen leider ab, also zum großen Teil sind die schon ab. Das heißt, ich mache das hier mal irgendwie alles ab, zumindest die Pinnacle. Und dann klebe ich hier oben dieses Bild hin. Hier müssen wir ein bisschen abreißen, damit wir die Nase nicht verdecken. Hier habe ich mir den Schmetterling zurechtgesucht, der farblich da auch schön zu passt. Ach, machen wir mal heimlich wieder auf. Okay, das hält so ja auch. Ich kann ja noch einen Punkt in die Mitte machen, um das ein bisschen zu fixieren. Dann kriegt man es aber auch wieder auf, wenn man möchte. So. Dann habe ich hier Sonne in Sicht, ne? Dem Geflüster der Hoffnung lauschen. Das heißt ja, dass es am Horizont besser wird. Das kann hier unten hin. Und dann habe ich noch eine Pusteblume. Oder ich klebe sie hier unten noch hin. So als Verlängerung von dem Stängel. Das passt ja auch gut. Dann machen wir das so. Jetzt hätte ich hier noch diese kleinen Schirmchen. Da stanze ich mir so kleine Kreise aus. Dann sieht man hier, ich habe erst gedacht, die Seite ist gerissen, aber das ist nur das Bild, das hier oben drüber ist. Dann nehme ich einfach mal so ein bisschen Distressfarbe und gehe da so ein bisschen rüber. So.
dass man die weiße Farbe nicht so sieht. Und dann habe ich noch diese, so ein Washi-Tape in ein bisschen Glitzer. Kleben wir einfach hier unten mal so ein bisschen hin. Sicherheitshalber noch ein bisschen anderen Kleber, weil Washi-Tape ja nicht wirklich gut hält. Das ist die nächste Seite mit der Affirmation Gedanken ziehen lassen und sein. So, da ist diese wunderschöne Libelle drauf. Und diese Seite finde ich, also ich finde, die kann man schon fast so lassen. Dann nehme ich das Ganze jetzt hochkant und hier unten, da fehlt mir aber noch was. So, und da habe ich einmal hier so diesen Clown, den wollte ich hier an der Seite quasi so reinschaukeln lassen. Und dann habe ich geschenkt bekommen, diesen süßen Hamster ist das, glaube ich, ne? Mit dieser Sonnenblume, ja, und den wollte ich hier hinkleben, einfach weil der so total süß ist. Dann schneide ich das hier mal eben aus. Da, wo der Hamster steht, schraffiere ich einfach mal unten so ein bisschen die Erde. So. Bisschen verschmieren. So. Einfach, dass er nicht so in der Luft hängt. Okay, und dann habe ich hier noch so ein bisschen Kordel. Klebe ich hier jetzt so hin, so als wenn das so echt das Seil von der Schaukel ist. Das ist die nächste Seite. Da habe ich mir überlegt, dass ich diese Abschnitte nehme. Das sind so diese Ränder, in dem Falle jetzt von der Flo. Ne? Also wenn hier jetzt so ein Artikel steht auf der Seite, da hat man sehr oft so eine Umrandung. Da wollte ich jetzt hier oben, seht ihr das überhaupt? So, da wollte ich hier oben einen Rand dran kleben. Jetzt muss ich hier sowas nehmen. Und hier unten einen Rand. Ach. Passt sogar genau. So, dann möchte ich gerne auf diese Seite, ich lege sie mal quer, damit ihr das seht, hier ist ja orange und lila und das möchte ich gerne hier nochmal wiederholen. Das heißt, ich nehme mir hier so ein Garn, also das ist so dieses Stickgarn und perforiere, also mache mir hier so ein paar Löcher rein und fädel das da durch. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, perfekt. Das passt hier auf der Rückseite dann, das wird hier natürlich auch mit durchkommen. Das passt hier auch sehr gut dazu. Okay. Dann nehme ich mir die, weil ich kleine Löcher haben möchte, nehme ich mir die Crocodile und nehme davon aber das größere Loch. So. Und da mache ich mir hier, ich möchte es nicht regelmäßig, ich möchte es unregelmäßig. Mache ich mir einfach. Oh. Hier so ein paar Löcher rein.
Nummer 1, jetzt das gleiche entgegengesetzt mit Lila, mit Orange. So, warte mal, hier bin ich von so, also jetzt von oben. Dann möchte ich jetzt hier einen Knoten reinmachen und die Bänder dann hängen lassen. So, so jetzt habe ich hier den Knoten schon gemacht. Jetzt muss ich das hier alles schön festziehen. Und hier dann auch einen Knoten machen. So. Jetzt ist der so natürlich noch ein bisschen zu locker. Das heißt, ich muss hier so rein in die Öse. Und dann kann ich das hier. Hier hätte ich jetzt noch Abstand, ne? Dann würde das immer schlackern. So, das heißt, ich kann das jetzt hier noch so ganz nah ranziehen, so wie ich es haben will. Und wenn ich da bin, wo ich den Knoten haben möchte, dann ziehe ich den Pika quasi raus und ziehe einfach fest. Ne? Also man kann den Knoten dann noch ein bisschen verschieben, solange man ihn noch nicht ganz festgezogen hat. So, dann schneide ich es ab. Hier und ungefähr die gleiche Länge hier. Und dann möchte ich gerne aus diesen beiden Kreisen noch das Innere von Blumen machen, weil ich finde, dass das so aussieht. Also für mich fehlen hier jetzt noch die Blütenblätter drumherum. Da wollte ich jetzt hier eine mit diesen Farben machen und das Lila soll sich in dieser Blume wiederholen. Da habe ich mir hier so ein paar, wirklich, das sind ganz günstige Farben und so ein bisschen Verpackungsmaterial. So, und da nehme ich mir hier so ein bisschen raus. So, dann gehe ich hier einfach mal so ein bisschen in die Farben so rein. Hauptton soll orange sein, ne? Weil das ja überwiegend orange ist. Und dann tupfe ich hier einfach so Blütenblätter hin. Das war die Farbe. Das habe ich natürlich noch viel zu viel über. Das gleiche mache ich dann mal mit ein bisschen Lila. Nehme ich mal was weniger Farbe und ein bisschen Rosa. So, jetzt möchte ich gerne mit einem ganz feinen Pinsel hier so ein paar Akzente reinsetzen. Das gleiche umgedreht, lieber mit Rot. So, den Rest der Farbe habe ich hier ausgestrichen auf alten Buchseiten und habe hier die Folie auch abgeschmiert. Das kann ich dann mal für was anderes benutzen. So, diese Seite. Das Orange und Lila passt hier ja auch gut zu, ist einfach loslassen. So, und jetzt ist hier ja dieser schöne Schneeengel drauf, aber dieser schöne Schneeengel kommt gar nicht richtig zur Geltung. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, um mehr Kontrast zu schaffen. Entweder ich färbe quasi den Schneeengel so ein bisschen ein oder ich sorge dafür, dass der Untergrund sich ein bisschen mehr abhebt. Und dafür habe ich mich jetzt entschieden. Ich nehme jetzt so einen wasservermalbaren schwarzen
Buntstift und male hier quasi die Kreise. So, und dann nehme ich mir einfach so einen Wassertankpinsel und verwische das Schwarz ein bisschen. So dass ich hier quasi den Kreis habe und der nach innen so ein bisschen ausläuft, heller. So, hier die Umrandung habe ich auch so ein bisschen dunkel nach außen gezogen und so sieht das dann von innen aus. Ne? Da erkennt man den Engel dann auch. Ja, dann haben wir hier noch diese recht langweiligen bunten Flächen. Dann nehme ich mir einfach jetzt einen Feinliner, 0,5 mm und dudel ein bisschen. Die nächste Seite ist meine Träume wahr werden lassen. So, hier haben wir das ähnliche Phänomen. Die Tänzerin geht so ein bisschen unter in dem ganzen anderen Gewusel. Da habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar wollte ich da den Hintergrund, die ist nicht lose, die ist hier festgemacht. Da wollte ich hier den Hintergrund so ein bisschen einheitlich gestalten. So ungefähr. Das ist mir aber so im Verhältnis zu orange für die Seite. Und dann habe ich noch so ein weißes Transparentpapier. Das wollte ich hier auch mit runterlegen. So als doppelte Schicht. Und dann hat das so eine schöne aprikofarbene Färbung, was hier zu der Seite auch sehr schön passt. Dann klebe ich erstmal die Seiten so ein bisschen zusammen. Also nur an den Rändern, dass die halt zusammenhalten. Und dann auch an den Rändern einfach festkleben. Da ist ja weiter keine Beanspruchung drauf, also das wird nicht wieder rausrutschen und abfallen. Okay. Das sieht jetzt aus wie so ein Unterrock, ne? Hier so aus zwei Schichten. Da kommt man dann, wenn man möchte, hier sogar noch drunter. Dann habe ich mir für die Seite diese schöne junge Dame ausgesucht. Die wollte ich gerne hier irgendwie hier so hinkleben. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. So, dann knicke ich mir das hier so um, wo ich die abschneiden möchte. Und hier unten habe ich noch dieses Teil über, neulich aus meinem Färbevideo.
Das würde ich gerne hier so hinkleben. Diese Seite war meine Träume wahr werden lassen. So, da fangen wir hier oben mal an. Und zwar ist dieses hier ja unten offen. Das heißt, da kann man was reinschieben. Und da wollte ich auch wieder so eine Umrandung von so einer Flo oder sowas nehmen. Und das hier quasi hinterheften, weil ich das, ich finde, das ist ein sehr schönes Muster, dieses Hahnentritt oder wie heißt das? Ja. Ja, okay. Und dann möchte ich gerne von, auch schönes von Flo, diese vier Vasen ausschneiden, hier mit hinkleben und dann Blümchen reinstempeln. Ich hoffe mal, das funktioniert auch alles gut. Ich schneide die gerade mal aus. Ich habe mir überlegt, ich lasse das Holzbrett jetzt auch dran. Dann steht die Frau nämlich hier auch irgendwo auf irgendwas drauf und schwebt nicht so in der Luft. Finde ich eigentlich ganz praktisch. So. Okay, so klebe ich das erstmal hin. So. Das klebt jetzt hier. Jetzt sieht die natürlich aus, als wenn die irgendwie nur 20 cm groß wäre. Ne? So, und dann möchte ich hier oben gerne mit Blumen so stempeln, ne, sodass dass da quasi so Blumen rausgucken. Das ist die nächste Seite. Das ist vom Fließen zum Sprießen. Die funktioniert irgendwie in alle Richtungen, in diese und demzufolge ist es auch komplett egal. Dann möchte ich zuallererst hier von einer Süßigkeitentüte so einen kleinen Dinosaurier hier hinkleben. Okay, und dann habe ich, das habe ich auch geschenkt bekommen, hier so einen kleinen Tag, auch in grün, passt hier auch wunderbar rein, den möchte ich hier so an die Seite, an der Seite befestigen. Hier ist auch frei, das ist gut. Dann nehme ich mal wieder die Crocodile, mache da ein Loch hin. Jo. Okay. Wenn man will, kann man das sogar noch ein bisschen drehen, aber dafür ist es jetzt eigentlich auch nicht gedacht. So, und dann habe ich hier wieder so einen grünen Faden, auch so ein Stickgarn. Da sind ein paar Knoten drin, schneiden wir mal ab. So. Und dann habe ich hier zwei alte Knöpfe mit so Pünktchen, die finde ich total niedlich. Die kann ich jetzt auch schön nehmen. Okay. Die können dann hier außen rumbamseln. So, das ist die letzte Seite. Die ist auch irgendwie aus allen Richtungen lesbar und so weiter. Da fehlt mir so die Spange, die das Ganze zusammenbindet. Das ist irgendwie noch nicht so eine Einheit. Da möchte ich zuerst diese schöne Tür, die ich auch irgendwie an der französischen Küste mal fotografiert habe, irgendwo hier einkleben. Und dann möchte ich gerne dieses Gitter, soweit ich noch rankomme und nichts drüber geklebt ist, noch ein bisschen mit Aquarellstiften anmalen, weil das ja Aquarellpapier ist. Ne? Also wenn da jetzt nicht so viel drauf wäre, könnte man da auch irgendwie schöne Farbverläufe machen. So, und ich möchte einfach dadurch erreichen, dass durch dieses Blaugrün alles ein bisschen mehr eingebunden ist, sodass dass diese einzelnen Sachen nicht so solitär hier aufgeklebt sind, sondern dass das alles ein bisschen zusammengehört. Das schraffiere ich einfach so ein bisschen und dann gehe ich gleich mit Wasser drüber. Ich mache hier auch so ein bisschen. Und dann verwischt sich das so ein bisschen und da soll gar nicht so viel Farbe drauf sein, aber da kann ruhig subtil einfach ein bisschen Farbe da sein und dann passt das schon.
finde, das fügt sich ein bisschen mehr zusammen, allein durch die Farbe jetzt, ne? Schauen wir uns das alles noch mal kurz an. Hier vorne ist die Blume raufgekommen. Hier hinten sind drei Blumen raufgekommen. In dieser Schüttelkarte, da ist hinten drauf noch ein Herz gekommen, ein Lackbild aus meiner Kindheit. Dann haben wir hier das angedunkelte Bild mit Goldakzenten und hier unten so ein schönes Schwarz-Weiß-Bild. Dann haben wir hier den Schmetterling mit dem Vogelkäfig, wo Blumen rauskommen. Hier noch eine Pusteblume mit den kleinen Schirmchen, Sonne in Sicht und unten noch eine Basis, damit sich die Farbe nochmal wiederholt. Hier, da ist die wunderschöne Libelle von der Uschi. Die Seite habe ich also gar nicht angetastet. Und hier unten ist der schaukelnde Clown hingekommen mit dem Seil als Schaukelband quasi. Hier der Hamster mit der Blume. Bei diesem Bild, da haben wir hier oben Kordel reingefädelt, ne, in Orange und in Lila, um die Blumen hier unten nochmal zu wiederholen farblich. Und diese beiden Blumen sind hier auch nochmal farblich wiederholt. Und die Ränder sind mit auch von diesem schönen Türkisgrün mit Randabschnitten aus der Flow noch verziert. Bei diesem hier, da passt das Kordelband auch sehr gut dazu farblich. Da ist der Engel hier quasi akzentuiert worden, damit er ein bisschen mehr heraussticht durch den Kontrast. Und die bisher langweiligen Farbflecken hier sind ein bisschen bedudelt. Ja, hier hat der Engel einen Unterrock bekommen oder zwei Unterröcke sogar. Hier ist die Frau hingekommen und hier so wie als Zaun, wo man durchlinst oder sowas, noch so eine Verzierung. Bei diesem hier ist das Happy noch akzentuiert worden durch die Zahnentrittmuster. Hier sind die Vasen raufgekommen mit Blumen und das Ganze noch mit einem Brett, damit die Frau quasi auch steht. Sinnvollerweise. Das hier löst sich ein bisschen, sehe ich gerade. Das ist natürlich hier genau im Knick, das ist nicht so günstig. Aber da müssen wir jetzt mit leben. So. Das lasse ich gleich offen trocknen, dann kann das auch schön anziehen. So, bei diesem hier, da ist der kleine Dinosaurier hier mit drauf gekommen und hier oben das eine Bild und angebamselt hier zwei von den süßen kleinen Knöpfchen. Und hier, da ist die Tür raufgekommen und das Ganze ist ein bisschen zusammengebunden durch Farbakzente. So, das ist wieder das Innenblatt, da brauche ich nichts zu machen. So, das war die nächste Runde mit dem Tauschjournal mit der lieben Uschi Stoffels. Schaut euch unbedingt auch ihr Video an, denn sie veröffentlicht jetzt zeitgleich mit mir ein Video, in dem sie mein Journal wiederum bearbeitet. Und dann schicken wir uns die gegenseitig wieder zu. Und dann gibt es danach wieder ein Video, in dem der andere, also dann arbeitet die Uschi in diesem weiter und ich dann in meinem. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Bis dann. Tschüss.